Was für eine sicke Stage das ist. Ich mag das. Grundsätzlich, Alter, je länger du das Spiel spielst... Oh, the fuck. Alter, das ist so eine... Ah, okay. Alter, war gerade genauso stark wie ein Frosch. Der hat mich nicht mehr angegriffen. Ja. Je länger du das Spiel spielst, desto mehr bemerkst du, wie geil es eigentlich aussieht. Die finden echt... Jede Stage hat eigenen Charakter. Jede eigene Stage hat seinen Existenzgrund, oder wie heißt das? Seine Existenzberechtigung. Hier, dass die hat ein einheitliches Thema, die Map. Ja, genau. Mit dem Fluss. Mit eigenen Gegnern auf jeder Stage, Instant Death Spikes. Ich kann mir gar nicht vorstellen, in den USA zu leben. Einfach nur wegen scheiß Ratten. Wegen riesen fliegenden Libellen. Ja, das ist eine Karikatur von US-Amerika. Und da würde ich nicht gern wohnen. Mit all diesen Skeletten. Und Instant Death Spikes. Ja, Alter, wenn ich einen Penny dafür kriegen würde. Man bezahlt ja mit Pennies in den USA. Aber ausschließlich mit Pennies. Nur mit Pennies. Ja. Also wer das nicht glaubt, sorry, Propaganda halt einfach. Kakerlaken und Ratten, sowas gibt's in Deutschland einfach gar nicht. Ja, oder? Es gibt hier gefühlt. Ameisen. So geht sich hier der Fluss hoch, es macht keinen Sinn. Sorry. In Rom oder was? Ja, genau. Wo das Wasser rückwärts läuft. Aber es gab's echt. Die hatten ein Kanalisationssystem, wo das Wasser teilweise hochgeflossen ist. Ohne Witz? Ja? Das ist gegen die... Achso, okay, ja, dann glauben wir halt nicht. Soll ich's googeln oder was? Ja, googelt, komm. Kleine Bitchboy, hä? Okay, Google. Rom, Wasser fliegt hoch. Fliegt? Ja. Okay. Okay, Google. Boom. Zurück im Game. Sheldon ist wieder online. What the fuck? Wenn ich jetzt schlag, kommen mehr. Mehr ganz viele kleine Männer. Sick. Ah, wie geil. Okay, das ist die erste Stage, in der ich Probleme hatte, soweit ich weiß. Oh, ja, ja. Oh, ja, ja. Ja, genau. Danke für dein Commentary. Auf dieser Straße bei Rom fließt das Wasser bergauf. Ja, okay, wen juckt's? Bestimmt hat Gott damit zu tun. Alter, wenn ich und Gott in einem Boxerring wäre... Ich würde den alten Sack so zusammenkicken. Einfach, Alter, Gott. Hat jetzt mal Real Talk. Ja, Real Talk, scheiß Gott, ist Lusche. Ich würde ihn so am Bart ziehen und es würde dasselbe Geräusch geben wie so Kaugummi, den man langzieht in Cartoons. Dann sagt er, oh nein, Maxi von Crusherama. Ja, ich habe Crusherama erschaffen, dass du nicht der mächtigste Mensch der Welt wirst. Ich habe fehlgeschlagen. Wie konnte ich nur deine unglaubliche Intelligenz so unterschätzen? Maxi von Crusherama. Sieht's aus, Gott. Oh, scheiße. Weißt du, es gibt Christen-Memes. Ja? Das sind richtig religiöse Memes. Das ist so eine Religionsgruppe in Schleswig-Holstein, wo der Pastor denkt, ihr Memes. Ist das wirklich so? Keine Ahnung, ich frag dich. Achso, warum fragst du mich so was Spezifisches? Vielleicht gibt's sowas. Es gibt hundertprozentig christliche Memes. Christliche. Christliche. Also, mach mal eine Memeshow darüber, oder? Das ist echt das Schlimmste, was ich machen könnte. Gleich neben so... Was meinst du, Spiele NATO ist religiös und wird dich danach hassen, oder was? Nein. Doch, aber gleich daneben, das war meine Top 1 Priorität, aber ich meinte eher im Sinne... Das Spiele NATO nicht böse auf dich. Der hat heute seine Fresse gezeigt, der Wichser. Ja, ich bin echt stolz auf ihn. Alter. Das ist ein gutes Video, checkt's. Der hat einfach unsere Crash-Strike-Figur, Alter. Ja, what the fuck? Penner und Soll ich Scheiß. Sie hochbringen? Soll ich sie in die Show integrieren? Nein. Integriere sie nicht in die Show. Ich werde sie jetzt in die Show integrieren. Nein! Lustiger Konflikt! Anthony, sag mir eine Beleidigung! Penner! Ah! Das kann nicht sein. Das kann doch nicht sein, dass wir heute die letzten Tropfen von Shrek aufverbraucht haben. Shimtex, YouTube-Videos auf YouTube Shimtex. Ah, ich wusste nicht, wo ich sonst Shimtex finden würde auf YouTube. Seine Videos. Ich bin Shimtex und mache Videos auf YouTube. Wer war das? Das scheiß Meme. Wo ist der? Da, oben rechts, siehst du da? Oh mein Gott! Bügeln, fuck. Ziel auf ihn! Schieß ihn ab! Sie peitsche ihn weg! Er ist echt mobil. Fuck, jetzt ist er in unserem Itemfenster. Und er bleibt da, bis wir ein Item kriegen. Sieht's aus, oder? Autsch! Das war ein Fail. Shimtex, halt's Maul! Wir wollen ja aufnehmen, ohne dass du was reinredest. Ja, das macht mir gar keinen Schaden. Ja, toll, es ist so 50% von diesem Level, wie du clever Wassertropfen ausweichst. Den dachte ich, wenn man Steine ganz doll drückt, kommt Wasser raus. Wow, okay. Warum hast du das gedacht? Ich weiß auch nicht, aus irgendeinem Video. Ah ja, das sind die Splitter. Das ist aus irgendeiner dummen Scheiße. Ich weiß nicht mehr, in welcher Serie oder in welchem Film das war. Kennt ihr irgendeinen Film, in der ein Typ Wasser aus einem Stein drückt? In irgendeiner Bear Grylls-Parodie.
drückt einer einen Stein so fest, dass Wasser rauskommt. Kann sich nicht dran erinnern. Fresh Target? So ganz schwach. Ja, denke ich auch, aber der ist nicht clever genug, um sowas zu machen. Ich da gerade 2 Minuten lang probiert, das kaputt zu machen, ey. Ah! Oh nein, jetzt kommt noch Timing-Scheiß hier rein. Ja, das ist voll episch. Also time deinen Sprung gut, Mario. Wow. Danke, Mario. Das ist richtig schwer. Gott, ich hasse frustrierende Spiele. Ich finde die... Es ist eher weniger frustrierend, sondern skillabhängig. Also. Fick dich. Ah, ich habe vergessen, wie gut ich in diesem Spiel bin. Ich glaube echt, insgeheim bist du einfach so ein richtig fettes Arschloch. Hey Leute, warum, wenn ihr es noch nicht getan habt, droppt ein fucking Like. Droppt ein Like auf unseren Witz. Droppt ein Like auf unseren Witz, nicht mal auf das Video. Empfiehlt uns an eure Freunde und Mutter. Ja, bitte. Nicht an euren Vater, er mag uns nicht. Ja, das können wir jetzt schon sagen. Unsere Studien haben bewiesen. Was ist das? Wer bist du? Eine Crossover-Episode, hab ich recht. Denkst du, ich krieg das in der Mitte? Nein. Du hast recht. Boah, das hättest du machen können, du kleine Pussy. Ich trau mich nicht. Ich hätte es ja fast gemacht. Ich hasse ihren scheiß Furry-Affen. Ich hasse alles an ihrem Furry-Affen. Ich hasse Apecrime. Also, ich mag die einzelnen 3 Personen außer Jan, ich hasse ihn. Kleine pretentious Bitch. Oder? Der schuldet uns noch 50 Euro und das ist kein Witz. Das ist der, das ist niemand. Der schuldet uns 50 Euro. Nein! Bist du gerade ernsthaft beim letzten Sprung gestorben? Hallo, willkommen beim speziell nach dem Videoclub, wo ich überhaupt nicht versuche, das Video noch ein bisschen rauszustecken, dass es nicht nur 6 Minuten dauert. Hey, schaut mal, passt hier auf, naja, hä? Hä, Anthony? Ja, ja. Game up, B. Okay. Das war's. Fröhliche Halloween.